Ja, also ich denke, dass das natürlich hinkt. Also wir werden jetzt von dem heutigen Spiel nicht gravierende Schwächen ausmachen können, die dann 1:1 so übersetzbar sind auf das nächsthöhere Niveau. Also so funktioniert der Fußball nicht. Ich glaube, dass man aber, also es würde ja bedeuten, dass alle Erstligisten, die jetzt ausgeschieden sind, Abstiegskandidaten sind oder die sich jetzt so schwer tun, überhaupt nicht konkurrenzfähig sind. Das wird halt nicht passieren. So, deshalb, damit meine ich, das ist schwer zu übersetzen, aber in die Liga rein oder in das nächste Niveau in Europapokal. Aber was ich schon festgestellt habe, ist heute, dass wir das heute zusammen durchgestanden haben und dass wir, da zähle ich auch das Trainerteam mit dazu, dass grundsätzlich zwischen der Mannschaft und also zwischen den Spielern in der Mannschaft, die auch neu in der Formation zusammengespielt hat und auch Trainer, dass kein Frust entstanden heute. Und die Mentalität war so, dass wir so ein enges Spiel auf jeden Fall für unsere Gunsten auch entscheiden können. Und das ist ja irgendwann dann nicht mehr einfach. Und das wird von Minute zu Minute auch nicht leichter und in Unterzahl auch nicht leichter. Aber die Mentalität war heute dafür, die Wachheit, auch die Bereitschaft von jedem, die kleinen Dinge trotzdem fleißig weiterzumachen, jeden Zweikampf nochmal zu gehen, die Position einfach nicht zu verlassen, sondern das gemeinsam über die Bühne zu bringen. Das habe ich heute schon wahrgenommen. Das liegt da irgendwie so zwischendrin und das merkt man jetzt auch in der Kabine, dass trotzdem dieses Gefühl, auch mal so einen Sieg dann über die letzten Minuten gebracht zu haben, weil weiß, es ist vielleicht sogar mal wertvoller, das gemeinsam jetzt endlich mal erfahren zu haben am Anfang, als vielleicht ein souveränes, klares 3:0 oder mehr. Und die Rahmenbedingungen heute, der Platz war dem DFB-Pokal unwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben letztes Jahr auch bei einem Oberligisten gespielt, aber dass ein Platz, ich weiß nicht, 3 Wochen gar nicht gemäht wird, ist schon an der Grenze dessen, was, denke ich, zumutbar ist, auch für beide Mannschaften zumutbar ist. Und ich bin froh, dass wir jetzt gewonnen haben, sonst wäre es eine echt platte Begründung, würde ich es auch gar nicht sagen, aber so ist es halt verdammt schwer für die Mannschaft, die fürs Spieltempo verantwortlich ist, für die Mannschaft, die für den Ballbesitz verantwortlich ist. Das wollten wir auch sein, es ist dann tatsächlich extrem schwer heute gewesen.